Hey Leute, willkommen zurück zu Thief. Ja, helles Köpfchen haben wir letztes Mal gemacht. Eine sehr lustige Mission, muss ich sagen. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja, das sagst du jedes Mal. Guck mal, ich habe schon wieder richtig viel Gold gemacht. Aber ich glaube, ich werde mal langsam auf die Werkzeuge hier sparen, beziehungsweise... Ja, Troys Ranzen. Ich meine, das brauche ich eh nicht. Das ist alles hier... Das ist alles Zeug, was ich nicht brauchen werde. Maximalgesundheit, eine warme Weste. Diese leichte, enge Weste wird unter der Kleidung getragen und ist ideal für kalte, einsame Nächte auf Dächern und in zugigen Speichern. Der ehrbare Verkäufer behauptet zudem, das Kleidungsstück würde die Gesundheit verbessern. Wie auch immer, die Weste wirkt warm und bequem, wie gemacht für den Dieb von Welt. Ja, super, das sieht aus wie so ein Nachthemd. Hier brauche ich gar nichts mehr, Leute, das ist alles Quatsch. Ich glaube, ich brauche jetzt nur noch Handwerkszeug. Aber so wirklich Verbesserungen für meinen Kampf oder was auch immer, das ist alles, naja, Feuerpfeile. Nee, komm, lass mal. Wie gesagt, Feuerpfeile sind hier nur gefährlich. Dann gerate ich nur in Versuchung, irgendwelche Leute hier anzufackeln. Und das muss ja nicht sein. So, ich kaufe mir aber noch eine Leuchtbombe. Mohn brauche ich nicht. Kann ich eigentlich verkaufen, oder? Ja, komm. Kaufe ich mal meinen Mohn. Zack. Und Nahrung behalte ich mal. Wer weiß, wenn ich irgendwann wieder tief falle. Gut. Leute, ich würde sagen, wir machen mal einen Bankraub, oder? Bis ich dort bin, wird es wahrscheinlich jetzt ein kleines bisschen dauern. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich dort schnell hinkomme. Denn das ist die Vorbestellermission. Ja. Dann kann ich die gleich mit abhaken. Es gibt einige Nebenmissionen, glaube ich. Begib dich zur Bank. Gut, da muss ich jetzt wieder ganz zurück. Eieieiei. Habe ich ja was vor mir, ne? Das Problem ist, die Wachen, die sind immer sehr aufmerksam hier. Also man hat es nicht leichter, auch wenn man sich öfter die Wege lang bewegt. So müde. Oh, Garrett ist erschöpft. Warte mal, ist hier ein guter Weg, um durchzukommen? Wenn ich hier, dann hier durch den Untergrund, dann hier wieder raus und hier... Es ist immer so kritisch, wenn ich die Karte noch nicht so gut im Kopf habe. Komme ich da eigentlich das Dach rauf? Kannst du mal herkommen, Freund? Ja, der kommt jetzt hierher gleich. Nee, da komme ich gar nicht rauf. Seht ihr mal. Oh oh. Jebediah Chokes. Wer ist Jebediah Chokes? Oh, da kommt der nächste schon. Warte mal, theoretisch, wenn ich mich im Schatten seines, also in seinem Schatten aufhalte, dann sieht mich ja keiner, oder? Nee, ist schon lustig. So. Jetzt muss ich wieder schauen, wie ich da auf dem schnellsten Wege hinkomme. Aber ich glaube, hier ist ein Durchgang. Jawohl, da komme ich wieder nach Norden, also immer noch im südlichen Teil, aber weiter nördlich auf jeden Fall, oder? Ja, immer noch Südviertel. Riverside. Ach, hier ist das. Und zack, geh mal rauf. Da kommen sie schon wieder, diese beiden Halunken, da ist aber auch noch einer mit der Fackel, glaube ich. Na komm, hast du was am Gürtel, was Neues für mich? Jawohl. Ja, das war nur ein Schwert. Das brauche ich dann nicht. Dankeschön. Ach, sieh mal, den Safe hatte ich schon ausgeräumt, oder? Ja, hatte ich. Der war mit einer Falle gesichert. Die Glimmer Lane. So. Trotzdem noch hübsch vorsichtig sein hier. Ich will ja nicht irgendwann eine Wache in die Arme laufen. Und da bin ich schon, seht mal. Ja, wenn man einmal den Weg gegangen ist, also mir geht's so, dann kann ich den auf einmal ziemlich gut... So, Stone Market. Ja bitte, die Stadt. Es ist... ich bin gespannt, was mich erwartet und ob ich das diesen Part noch schaffe. Es wäre schön, wenn ich immer so pro Part eine Nebenmission abarbeiten könnte.
Und wie gesagt, es sollen wohl noch einige kommen, habe ich gehört. Ich weiß es selber nicht, aber es soll wohl noch einige geben. Oh Gott, da muss ich hier über den Platz, dann hier rein, da durch. Gab es hier nicht auch noch die Möglichkeit? Und dann, okay. Warte mal. Ich will diese Kiste mal knacken, Leute. Das würde ich wirklich gerne mal tun, aber hier ist so viel los. Und der Typ hier, der nervt mich total. So, mein Freund. Seht mich bloß nicht. So, jetzt kann ich wohl flitzen. Warte mal, da oben. Da oben geht's da durch. Also auf jeden Fall sieht's so aus, als wäre hier was. Aber ich glaube nicht, dass ich hier eine Abkürzung habe rüber. Nee. Da oben ist doch noch ein... Warte mal. Da oben ist auch noch was gewesen. Da steht was im Fenster. War ich hier schon drin? Nee, aber hier geht's rüber. Ins andere Gebiet, wie es scheint. Ja, sehr gut, dann habe ich ja schon meine Abkürzung gefunden. Ah, das ist schon clever gemacht hier. Wenn man, ja, auch das habt ihr mir gesagt. Wenn man die Punkte kennt, dann ist es eigentlich ziemlich cool. Dann kann man hier ganz schnell von Punkt zu Punkt reisen. Und ja, ich weiß, ich habe noch nicht alles durchsucht. Aber ich denke mal, so Stück für Stück werde ich immer was Neues entdecken. Es ist quasi eh unmöglich, alles zu 100% hier abzuschließen beim ersten Mal, denke ich. Es sei denn, man hat eine offene Spielzeit, dass ich einfach abschließen kann, wann ich möchte. Aber genau das nehme ich ja an. Ach, guck mal, da müsste ich ja auch hin hier. Oder? Für meine Hauptmission. Der Greystone-Platz. Ja, der ist hier. Na denn, wunderbar. Da bin ich ja sowieso auf dem richtigen Weg. So, die Frage ist halt, will ich nochmal einen Abstecher zum Turm? Nee. Brauche ich, glaube ich, nicht. Und da blinkt wieder was. Schön, wie es da wieder blinkt. Autsch, das tat weh. Soll ich da irgendwie rauf? Pfeife ich mir erstmal was rein. Ja, sieh mal. Komme ich da so? Ach so, da komme ich auch so rauf. Ah, ist das ärgerlich. Ich sag ja, diese Sprungphysik, die ist nicht die beste, leider. Auf den Balken, bitte. Ich habe da keine Möglichkeit hinzukommen, Leute. So wie ich das hier sehe. Na gut, ein andermal. Ach, da komme ich nicht hoch. Wupp, 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 wupp. Garrett! Mach nicht solche Dummheiten hier. Ich muss über die Dächer. Es geht, glaube ich, keine andere Möglichkeit, oder? Ach nee, ich bin ja ganz falsch. Ich muss um den Glockenturm herum. Warte mal. Ja, Leute, tut mir leid. Ich kann nichts für euch tun vorab. Später vielleicht mal. Was macht ihr denn da, Freunde? Lauf mal ein bisschen gegen das Rad. Ja, kannst du machen. Ist wahrscheinlich eine tolle Freizeitbeschäftigung. Zum Glück verraten mich die Typen nicht, die hier rumsitzen. Das wäre nicht gut. Wenn die auf einmal aufschreien, wenn ich vorbeilaufe, dann... Gut, warte mal. Haben wir hier vielleicht noch was? Ah, sehr schön. Aber ich finde das super, dass man nicht einfach nur von Mission zu Mission hetzt, sondern dass man hier auch noch ein bisschen aufpassen muss. Reynards Coffeehaus. Warte mal, ich bin doch schon richtig. Ja, ich muss jetzt...
Einfach nur noch einen der zwei Wege um dieses Gebäude rum und dann bin ich schon da. Donner über Dayport? Eher eine Explosion hörte sich an, als käm's vom Bergfried. Die vielen Rohre, die rein und rausgehen. Ich wusste, die Technologie des Barons bringt nichts Gutes. Aha. Die habe ich doch gleich bemerkt. Oh, ist das hier dunkel? Die Rinne. Die Pissallee und die Rinne, das passt ja hervorragend zusammen. Gut. Da scheint es reinzugehen. Ich glaube, das ist es sogar. Da ist dicht. Kann ich da durch? Ah, tatsächlich. Ah, ich glaube, diesen Balken, den haben sie richtig gerne. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Irgendwie. So, ja, ich mach das nur. Komm sofort raus! Wir hören nicht auf die Hunde des Barons! Ich höre Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen, die Stadt wird schwarz und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen. Haltet zusammen, tötet die Schwarzkittel, spuckt auf ihre Gesetze. Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen. Und jetzt? Das Wetter schlägt um. Ja, habe ich auch gehört. Man munkelt. Man weiß es aber nicht genau. Ich würde mir gerne das Schild abschrauben, aber ich glaube, jetzt habe ich da noch keine Gelegenheit zu. Ach, sieh mal, ich bin ja doch ganz richtig. Ich gehe ja gar nicht so falsch. Was? Leatherwood? Leatherwood irgendwas, ich kann es nicht lesen. Leatherwood Furniture. Lederholzmöbel. Mhm. Sehr gut. So, hier war ich... Nee, hier war ich nicht vorhin. Ich war auf der anderen Seite. Sag mal, wie viele Wege gibt's hier denn noch? Wo führen die alle hin? Das ist mir unbegreiflich. Was haben wir hier? Bankraub. Und hier müsste es dann die Hauptmission weitergehen, oder? Ein Freund in Not. Das ist ja super. Dann habe ich das direkt miteinander verbunden. Klasse! Bankraub. Jawohl. Coole Sache, Leute. Es geht ja Schlag auf Schlag gerade. Oh, eindrucksvoll. Stone Market First Bank. Hat ja ein bisschen was von Dishonored gerade, dieses Bild. Ja. Verschafft ihr Zutritt zur Bank. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Ihr mit euren Eintopfküchen. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Ernsthaft Kameras? Wollt ihr mich verkohlen? Die haben ja Kameras. Das ist ja der Hammer. Versteht mich nicht falsch. Ich find's super. Das ist nochmal mehr Herausforderung für mich. Es ist stellenweise eh schon ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack. Ich meine, wenn man die alten Teile gespielt hat, ihr wisst, was ich meine. Was leuchtet denn da vorne? Hat da wieder einer so... der hat eine Elektrolaterne. An der Fassade komme ich da wohl nirgendwo hoch, so wie es aussieht. Ich muss mehr schlafen. Okay, hier ist alles erhellt, aber das macht nichts. Ja, vielleicht schläfst du heute, vielleicht auch nicht. Ich werde dich auf jeden Fall nicht ins Bettchen bringen. Dass das jeder immer falsch versteht, wenn ich sage, ich zeig denen was, was sie noch nicht gesehen haben. Ich meine, Knüppel auf dem Kopf haben sie bestimmt noch nicht gesehen. Ah. Der verborgene... Nee. Der verbrannte Smaragd. Auszug 3. Beechworth lag zusammengekrümmt zu ihren Füßen. Er hat bestimmt kein Gold mehr bei sich, sagte Rossa.
Fulton zuckte die Achseln und beugte sich nach unten. Er durchsuchte die Leiche oberflächlich und richtete sich mit leeren Händen wieder auf. Nachsehen schadet nie. Sie standen in Beechworth Einzimmerwohnung. Wer immer ihn getötet hat, er hat etwas gesucht. Die Kommode war leer, ihre Schubladen daneben aufgestapelt, und das Stroh aus der Matratze bedeckte den Boden. Ob sie was gefunden haben? Ganz bestimmt. Rosser und Fulton musterten das Zimmer. Anscheinend hatte sie ihr Glück verlassen. Sie wollten gerade gehen, als Beechworth plötzlich versuchte, etwas zu sagen. Ja, bitte, und was? Was die wohl in den Eintopf werfen? Alles, was sie finden können. Ich würde jetzt echt gerne mehr erfahren. Oh, sieh mal, da geht's ja auch noch rein. Und die Tür habe ich auch noch zur Not. Ich liebe das, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, einfach mal. Das ist super. Boah, da draußen läuft er mit der Lampe gerade, kann das sein? Ah, da liegt doch noch was. Gib's mir. Komm, Garrett, streck dich. Mit dem Fuß, komm. Da reichst du durch, du hast so dünne Oberschenkel. Oh, oh. Na, gute Frau. Ich will Sie jetzt nicht erschrecken, aber... Achten Sie nicht auf den Mann aus dem Luftschacht. Wir sollten aufhören, bis alles vorbei ist. Ja, das solltest du wohl. Na, ja, war nicht zu erwarten. Es schickt sich nicht für eine Dame, dass sie was in den Taschen hat. Oh. Jetzt komme ich mir irgendwie blöd vor. Ja, würde ich auch. Nee, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich bei einer Dame an der Schürze eine Geldbörse finde. Ja, richtig. Sag's ihnen. Das schickt sich nicht für eine Dame. Die haben sowas immer in Handtäschchen dabei. Wenn überhaupt. Angeblich kriegen Wachmänner 2 warme Mahlzeiten am Tag. Haben die ein Glück. Wo war das Glitzer hier? Fühlt es sich so an, arm zu sein? Ich weiß nicht. Ich bin's jetzt nicht unbedingt mit so viel Gold in der Tasche. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Leute, hier ist gefährlich. Ich muss hier weg. Machen wir ein andermal hier. Machen wir ein andermal. Oh. Das Schlimme ist, dass ich keinen betäuben kann. Ich meine, ich könnte, aber das hören die anderen. Ich habe das schon getestet. Und ja, im Bordell habt ihr mir gesagt, ich hätte... In gibt's kaum noch Bärengruben und Hundekämpfe. Ja. Was für Vergleiche die hier anziehen. Ich meine, ich hätte im Bordell noch Leute betäuben können, habe ich aber nicht. Ich hab's ausprobiert beim Nachspielen. Was die wohl in den Eintopf werfen? Wo bist du denn? Ja, dann hätte ich das gemacht, dann wäre die Mission gescheitert gewesen. Weil ich ja keine Zivilisten betäuben darf. Sag mal, schnarchst du aber laut, hey. Alter Schwede, das ist ja ohrenbetäubend. Da ist noch eine Kamera. Oh, armes Baby. Tut dir der Rücken weh? Ich habe einen Zettel mit ein paar Zahlen gefunden. Könnte das die Tresorkombination sein? Vielleicht. Was sonst? Ich hoffe, du hast dich fliegen lassen. Natürlich nicht. Hab ihn in ein Schließfach gelegt. Ach. Welches? Hast du? Weiß ich nicht mehr. Ich habe die Nummer in der Tasche. Hast du? Rede mit Mrs. Maunders. Sie ist für die Sicherheit zuständig. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Wo ist die Kamera? Sehe ich jetzt schon Dinge? Oh ja, siehst du. Geh weg. Ich habe Besseres zu tun. Ja. Mir gefällt das hier nicht. Oh Mann, ist das hier spannend, Leute. Überall sind Wachen. Ich muss extrem aufpassen. Ich könnte jetzt einen Eimer Opium vertragen.
Den ganzen Eimer gleich, ja? So, so. Mechanische Augen. Antwort, mechanische Augen. Ich kann nichts tun, was die falschen Alarme angeht. Diese mechanischen Augen kamen direkt aus dem Bergfried, daher weiß ich nicht, wie man sie kalibriert. Für den Moment solltet ihr die Wachen anweisen, sie zu ignorieren und sich dem... Was solltet... Ja, und sich dem Tresorraum... vom Tresorraum fernzuhalten. Bäh. Wickes. Wickes, Wickes. Bei allen toten Göttern. Ja, nicht, dass ich die Schreibmaschine hier runterpfeffere. Was macht ihr denn da vorne, ihr beiden? Der verbrannte Smaragd. Oh. Leute, aber ich würde sagen, das lesen wir nächstes Mal. Ich werde hier nochmal pausieren, auch wenn es gerade sehr spannend ist. Das heben wir uns auf. Auf jeden Fall wäre es super, wenn ihr mir ein Like da lasst, falls es euch gefallen haben sollte. Ich würde mich sehr darüber freuen und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal mit Thief.